Die Tour startet in Mühlehorn am Bahnhof. Direkt beim Bahnhof existiert ein Parkplatz. Ein weiterer Parkplatz befindet sich unter der Autobahn. Vom Bahnhof geht es ins Dorf hinein, alles den Bach entlang bergaufwärts. Dann kommt man zur Straße. Dieser folgt man ein kleines Stück, dann geht es nach links und man erreicht Geisig. Nach dem Passieren führt der Weg herunter bis zum Bach. Bei der Brücke geht es nach links, man folgt dem Verlauf, dann geht es den Hügel hinauf und man kommt auf den Katzenboden. Vom Katzenboden geht es dann in Gehrichtung weiter, man überquert den Bach durch den Wald und man kommt zur Hütte vor der Fliesenstraße. Dann geht es weiter geradeaus. Man passiert eine weitere Hütte, der Weg führt nach Stalgen. In Stalgen angekommen geht es weiter, immer noch geradeaus. Hier den Hügel hinauf und man gelangt nach Amelin. In Amelin führt der Weg weiter, alles den Berg hinauf. Hier muss man die Route suchen, hier sind bestimmt keine Wege mehr auszumachen im Schnee. Und man gelangt nach Altstaffel. In Altstaffel gehen wir weiter, in derselben Gehrichtung, den Berg weiter hinauf. Hier gehen wir weiter geradeaus, alles den Berg hinauf. Und schließlich erreichen wir die Hütte im Louiswald. Anhand der Berggipfel orientiere ich mich hier, da der weitere Wegverlauf nicht eindeutig ist. Bei der Hütte Louiswald geht es durch den Wald geradeaus. Danach verlassen wir den Wald und wir sehen auf die Scheune von Meerenboden. Bei der Scheune von Meerenboden befinden wir uns zwischen den Berggipfeln. Wichtig hier ist, dass wir den gleichen Abstand behalten. Hier geht es alles den Berg hinauf. Hier kann man den weiteren Wegverlauf besser ausmachen. Weiter alles den Weg entlang, hinauf. Und wir kommen nach Ruppmen. Hier entscheide ich mich, ob ich herunter ins Mürtschental gehen kann oder ob ich auf dem gleichen Weg umkehren muss. Gerade befinde ich mich bei der Hütte im Louiswald. Die Höhe der Hütte ist 1430 Meter. Gestartet bin ich in Mühlehorn auf einer Höhe von 428 Meter. Das heißt, dass ich 1002 Höhenmeter bewältigt habe. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2020. Der Startzeitpunkt der Tour war 10.35 Uhr. Die aktuelle Zeit, es ist 14.32 Uhr. Unterwegs war ich somit für 3 Stunden und 57 Minuten. Dabei bewältigte ich eine Distanz von 8,2 Kilometer laut meiner GPS-Messung. Mit Schneeschuhen bin ich etwas mehr als 2 Stunden unterwegs. Ich montierte die Schuhe am Punkt Amelin. Nun zu den Koordinaten. Ich befinde mich auf dem Längengrad 47 Grad, 5 Winkelminuten, 19,039 Winkelsekunden Nord und dem Breitengrad 9 Grad, 9 Winkelminuten, 48,52 Winkelsekunden Ost. Fokussieren wir auf das Bergpanorama. Die lange Flanke hier führt zum Federispitz. Dann geht es wieder herunter und die einzelne Spitze ist der Schafberg. Nun zum Berg im Vordergrund mit den Lawinenverbauungen. Dabei handelt es sich um den Mattstock. Hier sieht man den weiteren Wegverlauf sehr gut. Der Weg führt alles der Mürtschenstock-Ostflanke entlang. In der Mitte des Bildes befindet sich der Fuhlen. Das ist der Berg mit den zwei Spitzen und der Schneerinne bis nach unten. Rechts davon befindet sich der Stock.
Hier sieht man die Richtung, von der ich gekommen bin. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass ich die Tour nur bis Roppmann gezeichnet habe. Diese Planung ist darauf zurückzuführen, dass Roppmann direkt neben einem Vorläufergipfel des Mürtschenstocks liegt, genannt Esel. Dieser Gipfel hat eine Südost-Exposition. Bei der Planung der Tour unter Berücksichtigung des aktuellen Lawinen-Buitant ist mir aufgefallen, dass der Abstieg ins Mürtschental riskant ist. Dies ist so wegen der Exposition und der Höhe des Gipfels Esel. Wie du gesehen hast, führt der Weg alles dem Mürtschenstock der Ostflanke entlang. Das ist der erste Gipfel des Mürtschenstocks, genannt Stock, er ist 2390 Meter hoch. Dann sehen wir hier die Schneerinne und die zwei Spitzen oben. Diese Rinne befindet sich direkt vor dem Fuhlen, der ist 2410 Meter hoch. Der Gipfel sieht man aber nicht. Beschäftigen wir uns mit dem Lawinenbericht vom WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Wir befinden uns im Gebiet A. Hier wird eine Lawinengefahr von Stufe 3 ab 2000 Meter prognostiziert. Betroffen sind alle Expositionen außer Nordost, Nordnordost und Ostnordost. Das bedeutet eine kritische Lawinensituation. Situationsabhängig ist eine mittelgroße Gefährdung gegeben. Eingeschränkter Schneesport erfordert eine optimale Routenwahl und risikomindernde Maßnahmen. Ziel ist die zwingende Vermeidung der im Lawinenbuitant angegebenen Expositionen und Höhenlagen. Steigungen bis 35 Grad sind begehbar unter Berücksichtigung der angetroffenen Situation. Von Mensch und Tier ausgelöste Lawinen sind in den angegebenen Expositionen leicht möglich. Spontane Lawinen können auftreten. Wurmgeräusche und Risse sind möglich. Frische Triebschneeansammlungen sind an vielen Stellen vorhanden. Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen nur mäßig oder schwach verfestigt. Das heißt, Schwachschichten der Schneedecke sind vorhanden. Die Tour ist nur bis Roppmann auf einer Höhe von 1753 Meter sicher. Esel, der Vorgipfel des Mürtschenstocks, ist 2239 Meter hoch und mit Südostexposition gefährlich. Der sonnenbeschienene Steilhang am Esel verläuft direkt oberhalb des Weges. Es ist ein Südosthang mit mindestens 45 Grad Hangneigung. Spontane trockene Lawinen sind denkbar. Nass- und Gleitschneelawinen, je nach Wetterlage. Viele Tiere sind auf dem Esel vorhanden, die Lawinen auslösen können, welche den Abstiegsweg überschreiten. Abstieg ins Mürtschental mit mindestens 30 bis 35 Grad Hangneigung um 1600 Höhenmeter relativ ungefährlich bei gutem, stabilem Schnee. Kleiner Wegabschnitt von ca. 50 Meter weist sogar 35 bis 40 Grad Hangneigung auf 1600 Höhenmeter auf, was schon etwas gefährlicher ist. Trotzdem ist aufgrund der Höhe des Abstiegsweges die Chance, selbst eine Lawine auszulösen, eher klein.
Hier kann man ganz gut erkennen, wie der Wind den Pulverschnee von den Gipfeln herunterweht. Gerade verlasse ich den Luiwald. Ich bin nun über 4 Stunden unterwegs ohne Sonnenschein. Zuerst wurde es zunehmend kälter bis minus 5 Grad mit zunehmender Höhe. Seit dem Punkt Amelin wird es stetig wärmer. Die Temperatur beim Start in Mühlehorn war minus 1 Grad Celsius. Die Temperatur beim Verlassen des Luiwaldes minus 3 Grad. Die erwartete Höchsttemperatur ist 4 Grad auf 2000 Metern Höhe. Das hier ist die Hütte von Meerenboden. Der Wegverlauf war viel einfacher auszumachen, als ich gedacht hatte. Ich war 1 Kilometer unterwegs seit der Hütte von Luiwald. Ich benötigte 13 Minuten. Nun befinde ich mich an den Koordinaten 47 Grad, 5 Minuten, 1.138 Sekunden Nord, 9 Grad, 9 Minuten 44.707 Sekunden Ost. Genau in die Mitte des Bildes zwischen den Spitzen Tugsteinhorn und dem großen Eselgipfel, dahin führt mein Weg.
Hier sehen wir die gelösten Lawinen des Mürtchenstocks. Seine Exposition liegt nach Osten. Wichtig hier ist, dass wir immer genug Abstand halten. Großartig, wie der Pulverschnee die Landschaft einkleidet. Es wird allmählich wärmer. Die Temperatur, es ist etwa minus 1 Grad. Ich nähere mich so allmählich dem Eselgipfel und der Sonne. Die Spur im Schnee, welcher ich folge, gefällt mir sehr gut. Intuitiv wäre ich genauso hochgegangen. Der Abstand zur Mürtchenstock-Ostflanke ist ausreichend und es ist nicht allzu steil. Der Latschenkiefer trifft man in den Alpen und Voralpen in Höhenlagen von 1000 bis 2700 Metern sehr oft an. Er besiedelt mäßig trockene oder sehr nasse, felsige Umgebungen. Er kann Lawinen aushalten. Nur der Latschenkiefer und die Grünerlen können Hänge besiedeln, die von Lawinen oft heimgesucht werden, welche sämtliche anderen Bäume restlos zerstören würden. Die Temperatur hat etwas zugelegt. Momentan ist es etwa 0 Grad Celsius. Auch der Wind hat zugenommen. Ich würde schätzen, dass die Windgeschwindigkeit etwa 20 km pro Stunde beträgt. Hier wird es etwas steiler. Ich befinde mich im Aufstieg nach Ruppmann. Die Steigung ist etwa 35 Grad an den steilsten Stellen.
Der Wind, welcher den Pulverschnee von den Gipfeln herunterweht, ist ein oft gesehenes Bild. Zuerst kommt der Eselgipfel ins Bild. Das ist ein Vorgipfel des Mürtchenstocks. Dann geht es wieder herunter, wieder hinauf. Nun sehen wir den Fuhlen im Bild. Und nun ganz zuvorderst der Stock. Diese Bilder verdeutlichen, warum es wichtig ist, einen ausreichenden Abstand zu Steilhängen einzuhalten. Die Reichweite der Lawine kann groß sein. Nun folgt der steilste Teil des Aufstiegs nach Ropmen. Hier ist es etwa 35 Grad steil. Man sieht dies ganz gut anhand der Spur, die von einem Skitourengeher stammt. Er muss ab etwa 30 Grad Hang eine Spitzkehre durchziehen. Vor mir taucht eine Gefahrenstelle auf. Es handelt sich dabei um eine Triebschneewand. Wenn man darauf tritt, besteht das Problem darin, dass sich ein Schneebrett löst. Man sollte solche Gefahrenstellen großräumig umgehen. Dieser Spur hier folge ich nun seit einiger Zeit. Sie stammt von vielen Wintersportlern. Allesamt waren auf einer Skitour.
Gleich nach dem Horizont folgt Robben, daneben Esel, der Vorgipfel des Mürtschenstocks. Nun sehen wir den Mürtschenstock. Von hier unten komme ich her. Es ist an der Zeit, die Spur zu verlassen. Die Tourenskifahrer waren unterwegs auf die Hügel zu meiner Linken. Ich muss rechts abbiegen Richtung Esel. In meiner Freude auf die Begegnung mit den ersten Sonnenstrahlen ist mir nun gerade aufgefallen, dass es nun etwa 2 Grad Celsius warm ist. Nun ziehe ich meine eigene Spur im tiefen Schnee, was mir deutlich schwerer fällt als noch zuvor. Es ist 15.52 Uhr, vor mir liegt die Hütte von Robben und gleich dahinter steht auf der rechten Seite Esel, der Vorgipfel des Mürtschenstocks. Wie schon zuvor diskutiert, ist er 2239 Meter hoch und weist eine Südostexposition mit gefährlicher Höhenlage auf. Ich befinde mich an der Koordinate 47 Grad 4 Minuten 23.965 Sekunden Nord, 9 Grad 9 Minuten 45.019 Sekunden Ost. Nun bin ich bisher 10.7 Kilometer weit gegangen und habe noch immer nicht die Sonne erreicht. Für den Abstieg ist das aber eher von Vorteil. Der Pulverschnee unter meinen Füßen ist exzellent und war bisher recht stabil. Dazu kommt noch, dass ich keine auslösenden Lawinen erkennen konnte. Nur Schneepulver, das in den Rinnen von den Gipfeln herunterwehte und keine Gefahr darstellt. Auch Wildtiere sind mir heute merkwürdigerweise noch keine begegnet. Das bringt mich in Sachen Abstieg ins Mürtschental oder besser umzukehren zu folgendem Entschluss. Ich sehe mir das Ganze einmal näher an. Bei offensichtlichen Problemen oder einem subjektiv schlechten Gefühl genannt Intuition kehre ich einfach um. Easy enough.
Geht man Eselsberg, kam alles nach hinten, folgt der Fuhlen. Der ist 2410 Meter hoch. Man kann ihn im Bild nicht erkennen. Bei der Planung der Tour definiere ich nicht nur Wegpunkte zur Orientierung, sondern fokussiere mich darauf, eine möglichst sichere Route zwischen den einzelnen Wegpunkten zu wählen. Nicht immer verläuft ein Wanderweg optimal, denn die Nähe von steilen Hängen soll möglichst gemieden werden. Ein Umweg, um eine Gefahrenstelle herumzugehen, ist immer ein Gedanke wert. Manchmal muss im Sinne der Sicherheit auf einen Gipfel verzichtet oder sogar umgekehrt werden. Die Erfahrung des Wintersportlers spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, denn die Vorzeichen gefährlicher Situationen müssen erstmals erkannt werden, um darauf angemessen reagieren zu können. Der Lawinenbericht grenzt den Rahmen begehbarer Touren ein, denn die genannten gefährlichen Expositionen und Höhenlagen müssen, je nach Lawinengefahrenstufe, mehr oder weniger zwingend vermieden werden. Wichtig ist es zu wissen, welche Hangneigungen und Expositionen zwischen den gewählten Wegpunkten anzutreffen sind. Diese Vorkenntnisse nutzen wir dann, um selbstständig entscheiden zu können, welche Risiken ich in Kauf nehmen kann. In der Schweiz nutze ich das Portal der Schweizer Regierung admin.ch, um Hangneigungsklassen ab 30 Grad meiner geplanten Route zu erfahren. Dabei wird die Karte vom Bundesamt für Landestopographie Swisstopo entsprechend der Hangneigungsklasse eingefärbt. Gelb bedeutet 30 bis 35 Grad, Orange 35 bis 40 Grad, Rot 40 bis 45 Grad, Lila 45 Grad und mehr. Ich werde dir einen Link der Internetseite in die Beschreibung unterhalb dem Video zur Verfügung stellen. Gerade befinde ich mich an einem Wegweiser unterhalb von Roppmann. Hier habe ich die Möglichkeit, nach rechts oder nach links abzubiegen. Der Weg nach rechts führt Richtung Obermürtschen. Der Weg nach links führt nach Merlen ins Murgtal. Dahin will ich gelangen. Nun aber zu meiner Lage am Eselgipfel. Hier gibt es zwei Wegoptionen. Eine führt nach Obermürtschen, die andere führt nach Merlen. Es geht entweder nach rechts oder nach links. Hier sieht man sehr gut, dass wenn ich nach rechts gehen würde, dann wäre die Lawinensituation relativ prekär. Ginge ich nach rechts, käme ich zuerst in einen Bereich mit gelber Farbe, was bedeutet 30 bis 35 Grad Hangneigung. Danach kommt Orange, was bedeutet 35 bis 40 Grad. Der Weg führt alles unterhalb des Eselgipfels hindurch. Der Eselgipfel ist lila, was bedeutet 45 Grad und mehr. Er hat auch einige rote Stellen, was bedeutet 40 bis 45 Grad Gefälle. Hier sieht man ganz gut, dass der Weg nach rechts sehr exponiert ist und eine ausgezeichnete Lawinenlage voraussetzt. Esel hat eine Südostexposition und ist über 2000 Meter. Das ist laut dem Lawinenbuiton eine erhebliche Gefahr. Nun aber zum Weg nach links. Der Weg nach links ist wesentlich ungefährlicher. Zuerst geht es um eine Felspartie herum. Der Weg erreicht dabei ein Gelände, das noch keine 30 Grad aufweist. Die Felspartie oberhalb des Weges weist eine Hangneigung von 35 bis 45 Grad auf. Hier könnten sich zwar Lawinen lösen, jedoch ist es aufgrund der Höhenlage nicht anzunehmen. Trotzdem muss man beim Abstieg immer darauf achten, dass man sich nicht in allzu steiles Gelände begibt. Dann folgt ein gefährlicher Abschnitt, der angegeben ist mit 30 bis 40 Grad Hangneigung. Er kann jedoch umgangen werden, wenn man unterhalb des Wanderweges hindurchläuft. Er befindet sich auf etwa 1620 Höhenmetern. Dann geht es hinunter ins Mürtschental. Ist man einmal dort angekommen, ist die Lage sicher.
Zum ersten Mal heute habe ich die Sonne angetroffen. Es ist hier sehr warm, etwa 4 Grad Celsius. Der Wind hat etwas nachgelassen. Die zusätzliche Wärme und die Sonneneinstrahlung auf diesem Hang führten dazu, dass der Schnee nass und instabil wurde. Neben trockenen Lawinen können hier Nass- und Gleitschneelawinen durchaus auftreten, obwohl nichts davon im Lawinenbericht stand. Hier im Bild sieht man sehr gut, wie sich das Sonnenlicht im Wasser des Schnees spiegelt. Diese Wahrnehmung ist für mich Grund genug, um umzukehren. An dieser Stelle verabschiede ich mich also von dir und möchte mich herzlich fürs Interesse bedanken.